Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute darf ich euch ein neues Raumschiff vorstellen, und zwar die Anvil Aerospace Valkyrie, die im Zuge des gestrigen CitizenCon Livestreams überraschend der Community vorgestellt wurde. Dieses Schiff hatten wir bisher tatsächlich noch überhaupt nicht auf dem Schirm, und wie ihr hier sehen könnt, ist es nicht nur vorgestellt worden und natürlich ab gestern oder seit gestern zum Concept Sale verfügbar. Nähere Informationen dazu erhaltet ihr natürlich später auch noch, sondern es ist auch gleich flight ready geworden. Und um euch einen möglichst guten Eindruck von diesem Schiff vermitteln zu können, dachte ich mir, schauen wir uns das Ganze natürlich auch direkt im Verse an. Und wir befinden uns hier nicht irgendwo im Verse, nein, wir befinden uns hier in der PTU-Version der Spielversion 3.3. Inklusive Object Container Streaming, und deswegen haben wir hier auch flüssigste Bilder, ganz, ganz selten mal Lag-Spikes, wie jetzt zum Beispiel. Aber ansonsten läuft das schon echt gut. Ja, und hier können wir uns mal dieses bullige Dropship von Anvil Aerospace anschauen. Ja, es ist wie gesagt ein Dropship, das heißt eigentlich dazu gedacht, Marines auf Planetenoberflächen oder zu sonstigen Einsatzorten zu bringen. 20 Marine-Plätze haben wir hier an Bord und einen Platz für einen Buggy bzw. ein Bodenfahrzeug zusätzlich. Das Schiff ist 38 Meter lang, 28 Meter breit und 9,50 Meter hoch. Es verfügt natürlich auch über ordentlich Bewaffnung. Wir haben einmal hier oben auf der Oberseite einen bemannten Turm mit zwei Size 3 Gatling-Kanonen dran. Einen weiteren bemannten Turm haben wir hier vorne unter der Unterseite, ebenfalls zweimal Size 3. Unter der Nase haben wir noch einen ferngesteuerten Turm mit zwei Size 2 Waffen Gatling-Kanonen dran. Die werden vom Piloten gesteuert. Und wir haben hier an diesen kleinen Flügeln links und rechts haben wir ebenfalls noch eine Size 3 Gatling-Kanone auf dieser Seite und eine Size 3 Gatling auf dieser, die von Plätzen im Innenraum ferngesteuert werden können. Wir haben noch zwei weitere Size 1 Waffen, wo die versteckt sind, das zeige ich euch aber später. Was ihr ebenfalls sehen könnt, ist, dass das Schiff über vier VTOL Thruster verfügt. Ich kann mal gerade ein bisschen Schub rausnehmen. Dann seht ihr den wunderbaren Thruster-Output, wie er weniger wird. Und wenn ich jetzt in den Landing-Mode gehe, dann seht ihr, wie sich die vier VTOL-Thruster nach unten stellen, das Fahrwerk ausfährt. So ist es natürlich dann im Planetary-Landing-Mode und kann genügend Auftrieb erzeugen, damit das Schiff nicht zu Boden fällt. Ja, die Max-Crew ist mit 5 Personen angegeben und entsprechend ist dieses Schiff natürlich schon etwas für kleinere Spielergruppen, aber vor allem eben auch für größere Operationen tatsächlich als Dropship gedacht. Das Schiff gibt es in zwei Bemalungen. Leider kann ich euch aktuell nur eine zeigen. Das ist diese Navy-Tarn-Bemalung, die es hier gibt. Wie ich finde, aber auch die schönere. Aber gut, das ist Geschmackssache. Und dann gibt es noch eine CitizenCon Liberator Edition. Die ist orange hauptsächlich. Wurde natürlich da in der Live-Präsentation gezeigt und die ist auch nur limitiert verfügbar. Aber wie gesagt, weitere Informationen zum Sale erhaltet ihr später. Wir steuern jetzt erstmal ein Ziel an und schauen uns dieses Schiff hier etwas genauer an, im Inneren vor allem. Und dazu wechseln wir mal ins Cockpit und können uns erstmal dieses Cockpit anschauen. Echt eine übersichtliche Geschichte hier in diesem Dropship. Wir haben eigentlich nur zwei Streben, einmal diese hier und einmal diese hier. Und ansonsten eine Menge MFDs, also Multifunktionsdisplays, die uns jede Menge Informationen anzeigen und die wir natürlich allseits bekannt hier auch wunderbar bedienen können. Einen schönen 3D-Radar haben wir hier vor uns und ansonsten, ja, sitzen wir hier in unserem Plätzchen und haben, wie gesagt, eine tolle Aussicht. Ich guck mal kurz vor uns auf den Radarbildschirm. Das funktioniert ja jetzt auch hervorragend, dass wir den tatsächlich als Starmap benutzen können. Mit der Version 3.3 und Object Container Streaming wurde hier vieles wesentlich verbessert. Hier sind wir also im Stanton-System um Crusader herum, so wie wir es kennen, mit den Monden Selin, Yela und Daymar und natürlich einigen Comarays. Wenn wir jetzt weiter rauszoomen, dann finden wir hier irgendwann Delamar. Das kennen wir auch noch. Und hier haben wir einen neuen Punkt. Den werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wenn ich ihn denn treffe. Treffe? Da. Set Destination. So, jetzt passt das. Und wenn wir weiter rauszoomen, Freunde. Spoiler, dann sehen wir hier auch noch ganz viele andere neue Stationen. Hier haben wir Hurston, der ja mit 3.3.5 zu uns kommt. Aktuell haben wir noch nicht genügend Treibstoff, um dahin zu fliegen. So hat Cloud Imperium das gelöst. Und dann haben wir hier auch Arcorp und Microtech, die natürlich mit späteren Versionen zu uns kommen. Aber ihr könnt alles auf der Star Map natürlich schon sehen.
So, jetzt nehmen wir uns aber mal als erstes Ziel das hier, was es denn auch immer sein wird. Schauen wir uns mal an. Richten unser Schiff mal aus. Und laden mal unseren Spool auf. Das dauert jetzt auch alles ein bisschen länger, weil die Strecke eben länger ist. Ihr seht, fast 2 Millionen Kilometer. Ähnlich weit entfernt wie Delamar. Und wenn wir alles haben, dann starten wir unseren Quantum Drive. Freunde, diese flüssigen Bilder, die sind echt eine Wonne. Das müsst ihr euch echt geben. Sobald ihr könnt, schaut auf jeden Fall mal ins PTU in der Version 3.3 hinein. So, da sind wir angekommen. Die Sonne blendet uns ein wenig. Quantum Drive is now off. Vielen Dank. Und dann schauen wir mal, was uns hier denn erwartet. Wir können ja mal kurz schauen. Haben wir eine Möglichkeit zu scannen? Tatsächlich nicht, nee. Mal gucken, ob das noch ein Fehler ist oder ob tatsächlich die Valkyrie keine Scan-Möglichkeiten hat. Wäre natürlich schon merkwürdig. Aber gut, wir schauen einfach mal. Was wir denn hier haben. Ich schaue mich mal in der Außenperspektive ein wenig um, ob ich hier irgendwas sehe. Oh, da unten, das scheint eine Art Raumstation zu sein. Ja, Freunde, und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Natürlich handelt es sich hier um einen neuen Reststop, also so eine Art Raststätte im Weltall. Tankstelle, Raststätte, wie auch immer. Und hier haben wir also tatsächlich die Möglichkeit, einen Zwischenstopp einzulegen, gegebenenfalls nachzutanken, uns auch reparieren zu lassen, ähnlich wie bei CryAstro. Und natürlich haben wir hier auch tatsächlich Shopping-Möglichkeiten. Das heißt, wir können hier hineingehen und können dort, ja, einiges erleben. Und das wollen wir uns mal gleich anschauen. So, Freunde, sorry, ich musste mal kurz eine kleine Pause einlegen, eine kurze Unterbrechung. Und jetzt wollen wir hier nochmal kurz nach Landeerlaubnis fragen, ob wir bei diesem... Ja, jetzt haben wir schon mal eine Anfragebestätigung erhalten und hier haben wir unsere zugewiesene Landebucht erhalten. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Fahren hier natürlich mal in den Landing Mode. Hier seht ihr vorne schon die Retro Thruster, wie sie denn arbeiten. Hervorragend. Und mal gucken, ob das hier jetzt unsere Landing Bay ist. Jawohl, das ist grün, das sieht gut aus. Und dann schwubbeln wir hier mal rein. Forward proximity alert. Starboard proximity alert. Und schauen uns das Ganze natürlich von außen schön an, wie wir unser Schiff hierhin manövrieren. Was liegt denn hier unten? Das muss gleich mal angucken, da landen wir auf jeden Fall genau drauf. Sei es drum. Wir haben unsere... Landing complete. Have a pleasant stay. Ja, vielen Dank. Wir haben auf jeden Fall unsere Valkyrie hier mal abgestellt. Wo haben wir die Engines? Da sind die Engines, die machen wir aus. Und dann gehen wir hier oder stehen aus unserem Pilotensitz auf und schauen uns das Schiff natürlich mal etwas genauer an. Ja, Freunde, dieses Schiff hat zwei Decks. Wir haben also hier vorne erstmal unser Cockpit tatsächlich mit natürlich einer gesonderten Tür und auch einem richtigen Cockpit Access. Das heißt, wir können dann später unser Cockpit auch richtig schön abschließen. Macht doch Sinn bei einem Dropship, finde ich, denn wenn man doch landet und es kommen aus irgendeinem Grund fremde Leute an Bord, dann sollte das Cockpit schon geschützt sein. Hier haben wir die beiden Sitze für die Remote Turrets links und rechts, also für die einzelnen Size 3 Kanonen, die da an den Flügeln hängen. Und dann gehen wir hier weiter, haben hier eine Leiter, die nach unten führt, die nehmen wir natürlich gleich. Und hier haben wir Betten. Ein Bett. Was ist auf dieser Seite? Da haben wir eine Nasszelle, um hier, ja, die nötigsten Dinge zu erledigen. Dusche, Toilette und ein Waschbecken. Viel mehr braucht es auch nicht.
Das Schiff ist ja sowieso nichts für lange Reisen, sondern das ist ein Dropship, ne? Da wisst ihr schon, was man ungefähr erwarten kann. Hier haben wir nochmal zwei Betten. Da haben wir nochmal zwei Betten. Ja, Max Crew 5 Personen. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt also. Und dann haben wir hier noch eine kleine Kaffeemaschine, die irgendwie ein kleines Leck hat. Und ja, das war's eigentlich. Hier haben wir noch einen Turret Access für den oberen Turm. Das kann ich euch auch mal zeigen. Da muss man irgendwie hier so an die Seite und dann sieht man, wie sich hier oben diese Klappe auftut, ein Sitz runterfährt und dann setzt man sich natürlich dort hier drauf. Und dann nach einer kurzen Ladezeit sind wir dann im oberen Turm. Jetzt ist hier natürlich aktuell der Strom aus. Mal gerade gucken. Power on. Ja, das kann ich machen. Und dann seht ihr also, wie wir hier oben in dem Turm sitzen. Und wie ihr sehen könnt, ist außerdem die Übersicht doch sehr, sehr gut von diesem Turm aus. Wir haben eigentlich hier unten nur die komplette, weil sie relativ flach ist, Valkyrie, die uns kaum ins Sichtfeld kommt. Hier hinten haben wir ein bisschen das Triebwerk, die Triebwerksgondel, aber ansonsten kann man hier schon richtig gut mitarbeiten, denke ich. Wir gehen jetzt mal nochmal in den unteren Bereich und schauen uns das Schiff weiter an. So, einmal aufgestanden. Jawohl, und dann kommen wir zur Treppe. Die Treppe ist tatsächlich der einzige Weg aufs untere Deck. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder so Probleme habe mit der Treppe, sondern dass ich hier einfach ja, leichtes Längen einfach runtergehen kann. Genau, und dann, wenn man weiter nach hinten geht, dann entfernt man sich von dieser Treppe. Hier unten angekommen haben wir einen größeren Raum, freien Raum. Es ist nicht direkt ein Frachtraum, weil hier tatsächlich keine Fracht mit transportiert werden soll, sondern ein Buggy, der dann hier in der Mitte steht. Und was man ebenfalls hier an coolen Features eingebaut hat, ist hier eine Klappe. Und wenn man die drückt, dann fährt sich hier so eine Rampe raus. Und wofür ist das gut? Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man hier... Wow, okay, hier ist irgendwas ganz kräftig in die Luft geflogen. Wenn man jetzt hier keinen Buggy hat, sondern zum Beispiel eine Dragonfly oder so, dann hat man ja auch einen Thruster-Output, wenn man Gas gibt. Und damit hier nicht andere Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, hat man hier also tatsächlich wie um Flugzeugträger so eine Startrampe. Sehr, sehr cool. Kann man natürlich auch wieder zuklappen. Weiterhin gibt es hier Türen. Die sind links und rechts genau das gleiche. Und hier haben wir die Jump Seats für die Marines. Und da kann man eben einmal den Bügel öffnen und in einem nächsten Schritt könnte man sich jetzt hinsetzen. Mache ich jetzt nicht, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie das ungefähr aussieht. 10 Sitze haben wir in diesem Abteil. Dann machen wir die Klappe auf. Hier haben wir den Zugang für den unteren Turret. Man wird natürlich ebenfalls wieder auf den... Wird man auf den Kopf gedreht? Das weiß ich gar nicht. Müssten wir fast mal ausprobieren. Komm, wir probieren es mal aus, dann wissen wir Bescheid. Das sieht nicht danach aus. Aber ein sehr, sehr cooler Mechanismus, wie hier der Turret ausfährt. Ne, man wird nicht auf den Kopf gefahren, sondern man bleibt hier tatsächlich... Power on. Man bleibt hier tatsächlich... Allerdings haben sie es trotzdem cool gelöst. Ah, das ist ja genial, das wusste ich auch noch nicht. Tatsächlich, wenn man hier nach unten guckt, bewegen sich die Beine mit. Ja? Also man hängt hier wirklich in der richtigen Gondel. Man hat nichts im Weg. Sehr, sehr cool gelöst. Also das ist ja fast noch eine bessere Lösung, als das auf den Kopf drehen. Das gefällt mir. Sehr schön. So, dann haben wir weitergehend hier natürlich die simultan andere Seite oder symmetrisch andere Seite. Wiederum mit 10 Jump Seats und hier kommen wir dann wieder in den Raum, in dem dann der Rover oder Buggy oder Dragonfly oder irgendwas geparkt werden kann. Hier seht ihr also nochmal, viel mehr gibt es hier unten nicht, außer... Und da komme ich jetzt endlich zu den Size 1 Kanonen, die es ebenfalls noch in dem Schiff gibt. Hier gibt es nämlich solche kleinen Türen, klein ist gut, die man zur Seite öffnen kann. Und hier können wir uns jetzt eine richtig fette Gatling-Kanone schnappen und könnten mit der dann hier unten unseren Kollegen und Freunden Feuerschutz geben. Power on. So, jetzt seht ihr das, ja. So könnte man jetzt hier mit einer Size 1 Kanone schön die Landing Zone clearen, bevor man da tatsächlich aufschlagen muss. Hier seht ihr nochmal eine Size 3, die ja von oben ferngesteuert werden kann. Richtig gut. Klappt mal wieder zur Seite. Hier könnte man natürlich auch rausspringen. Rausspringen ist übrigens ein gutes Stichwort. Haben wir auch in der Präsentation gesehen, dass man hier hinten diese Rampe, ich laufe mal gerade hin,
Natürlich können wir diese Rampe dann öffnen. Und wenn die geöffnet ist, während des Fluges, kann man hier auch mit einem Buggy rausjumpen. Sehr, 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 sehr cooles Konzept. Das ist mal ein Dropship nach meinem Geschmack. Also tatsächlich kann ich mir kaum vorstellen, wie man ein Dropship besser machen kann. Hier hat man natürlich ebenfalls so eine Klappe. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, werde ich jetzt hier anschließend nochmal auf den Concept Sale eingehen und dann bleiben wir in diesem Video bei der Valkyrie. Es wird allerdings noch ein anderes Video geben. Eieiei, da explodiert wieder alles. Es wird noch ein anderes Video geben über die Rest Stops und da werde ich genau an dieser Stelle hier anfangen. Ich hoffe erstmal, das hier hat euch gefallen und wir sehen uns wie gesagt gleich wieder und besprechen den weiteren Concept Sale. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Es ist natürlich ein etwas anderes Concept Sale Video, so kennen wir es eigentlich nicht, aber es ist natürlich auch ein etwas anderer Concept Sale, denn das hat Cloud Imperium, glaube ich zumindest, noch nie gemacht, ein Schiff angekündigt und dann auch gleich flugfertig ins Spiel gegeben und das auch noch am gleichen Abend. Da habt ihr echt einen rausgehauen, Cloud Imperium. Nun kommen wir aber zu den Zahlen, Daten, Fakten des tatsächlichen Concept Sales und dieses Schiff gibt es in zwei verschiedenen Versionen, die sich allerdings nur durch die Bemalung unterscheiden. Eine ist eine limitierte Version, speziell zur CitizenCon, und zwar handelt es sich hier um die Liberator Edition der Anvil Valkyrie. Diese Liberator Edition unterscheidet sich eigentlich nur im Skin von ihrem Schwesterschiff. Die Liberator Edition ist orange, habt ihr wahrscheinlich auch in der CitizenCon Demo gesehen. Ich blende euch hier natürlich auch gerade nochmal ein paar Bilder ein. Allerdings kommt diese Liberator Edition nur in der Warbond Edition daher. Das heißt, ihr müsst dieses Schiff, wenn ihr es denn haben wollt, mit frischem Geld bezahlen und dürft keine Store Credits benutzen. Ich weiß, ist eine, ja, umstrittene Politik von Cloud Imperium. Aber sie haben damit Erfolg, das muss man wirklich sagen. Von daher werden sie es höchstwahrscheinlich auch so beibehalten. Wenn ihr denn die Liberator Edition euer eigen nennen wollt, dann müsst ihr 357,36 € auf den Tresen legen. Dann ist sie euer eigen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch das Drop Pack. Das ist ein praktisch Zusammenschluss von der Anvil Valkyrie in der Liberator Edition. Dann dem Tumbril Cyclone TR, den ihr dann hinten schön rausschmeißen könnt, genau wie in der Demo gesehen. Der Vanguard Harbinger, ebenfalls ein Dropship. Und der Dragonfly Black. Außerdem vorhanden der VFG Industrial Hangar und eine Lifetime Insurance, weil es ja ein Warbond-Paket ist. Das alles kostet dann 725,54 €. Die normale Anvil Valkyrie kostet natürlich, wenn ihr sie denn als Warbond Edition mit frischem Geld kaufen wollt, genau dasselbe, 357,36 € alleine und im Drop Pack 725,54 €. Es gibt allerdings bei der normalen Valkyrie in diesem navyblauen Tarnmuster noch die Möglichkeit, sie ebenfalls mit Store Credits zu kaufen, dann, wie ihr das schon kennt, mit 6 Monaten Versicherung, ansonsten aber identisch. Kostet dann $375 als Standalone-Ship oder $700 als Drop-Pack. Außerdem gibt es zusätzlich in der Nicht-Liberator-Edition auch noch ein Invasion-Pack. Einmal in der Warbond-Edition für 2.355,31 € oder als Store-Credit-Paket für $2.300. Darin enthalten sind dann die Anvil Valkyrie, der Hercules Starlifter M2, die Vanguard Harbinger, die Eclipse von Aegis Dynamics, die Super Hornet von Anvil Aerospace, die Gladiator von Anvil Aerospace, die Aegis Dynamics Saber, der Tumbril Nova Tank, die Reliant Mako Newsvan Variante, der Tumbril Cyclone AA, der Tumbril Cyclone RN, der Tumbril Cyclone TR, und die Origin X1 Force Edition sowie der RSI Ursa Rover und die Drake Dragonfly Black. Natürlich auch mit VFG Industrial Hangar und hier gibt es sogar, egal ob Warbond oder nicht, eine Lifetime Insurance, da das ganze Paket ja über $1000 liegt. Die Valkyrie in der Liberator Edition könnt ihr wie gesagt nur bis einschließlich 14. Oktober erwerben und
die normale Valkyrie ein gutes Stück länger. Wie lange genau, kann ich euch gerade leider nicht sagen. Aber ich denke mal, das wird einige Wochen dauern, bis man die wieder aus dem Shop entfernt. Ich denke mal, es wird auch wieder ein Q&A zu dem Schiff geben. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und zu guter Letzt, als Abschluss des Videos, zeige ich euch jetzt noch den Trailer der Anvil Valkyrie, der auf der CitizenCon 2018 vorgestellt wurde. Ich hoffe, da waren einige interessante Informationen für euch dabei und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, wegtreten! Ask any soldier. They'll tell you that battles aren't won or lost based on weapons or numbers or even hardware. They're won on choices. For over a century, our ships have distinguished themselves in thousands of civilian and military combat operations. We are proud to announce another weapon in the arsenal of victory. Get ready for the next generation of warfare with Anvil's Valkyrie Dropship. This multi-role weapon platform is designed to get personnel in and out of the hottest combat zones. Featuring four powerful rotating thrusters with VTOL capabilities, the Valkyrie is capable of landing with surgical precision to deploy assets. Fitted with a vehicle bay and ramp, you can also efficiently launch ground-based troop transports or reconnaissance vehicles in the field. Each high-performance operator seat features rugged construction with added support to minimize G-force for up to 20 personnel, making sure that your fighting force arrives on site ready to jump into the fray. And don't think for a second that the Valkyrie can't hold its own in a fight. Two remote turrets featuring size 3 hardpoints can provide suppressing fire during deployment. Two additional manned turrets provide even more devastating fire to blur the line between dropship and gunship. In the days of antiquity, the Valkyrie were believed to choose which warriors may die in battle and which may live. With Anvil's Valkyrie, we put that choice in your hands.